Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Shin Megami Tensei Vengeance. Meine Stimme ist ein bisschen jetzt wieder normaler. Also sollte normal sein. Halbwegs. Ich habe hier jetzt gespielt. Muss mal kurz schauen, ob ich alles wieder normal habe. Ja. Ich habe nämlich etwas fusioniert gehabt. Und, also ihr seht halt den Flamelesser mit dem Theke. Und ich bin da halt auch ein bisschen gelevelt. Ich habe halt das mit den Magatamas gemacht. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man das halt schnell machen will. Und bin halt jetzt Level 27. Höher wollte ich jetzt nicht machen. Und ich wollte mir aber noch auf jeden Fall, das hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, den Matador machen. Und der Matador müsste eigentlich jetzt schon ready sein, also das, ja, okay, ich muss Turak noch kaufen, aber Fortuna habe ich zum Beispiel, Ameno Uzume habe ich und so weiter, also das habe ich, also ich habe ein bisschen auch Geld erholt und ja, so, also, wir wollen ja den Boss machen, so, ich weiß nicht, ob Konzentration so hilfreich ist für ihn. Aber ich sollte auf jeden Fall. Eigentlich sollte ich die beiden Sachen hier nehmen. Erstmal. Mache ich auch. So. Und dann sollten wir das eigentlich schon ganz gut so hinbekommen. Das Problem ist. Ja, das Ding ist halt hier diese drei Skills, die wir noch nicht haben. Das geht halt leider noch nicht. Aber wir fusionieren ihn erstmal. Kostet natürlich ein bisschen was, aber es sollte eigentlich. Sollte eigentlich ganz gut laufen. So, jetzt gucken wir mal. Kleine Lebenshilfe. Nee, braucht er nicht. Ja. Kritische Aura könnte vielleicht interessant werden. Aber da kommen wir noch nicht so richtig hin. So, der nächste Boss ist ja ein Windschwäche-Fuzzi. Das bedeutet, dass wir eigentlich sie noch mit reinnehmen müssten. Yoko müssten wir rausnehmen, weil die ziemlich schnell tot ist. Und Tao eigentlich auch. Also die sind ziemlich schnell alle tot, habe ich das Gefühl. Oder wir machen, dass wir die Schwächen. Da müssten wir aber, glaube ich, ja, da müssen wir sie auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube, okay, dann müssten wir den Hund mitnehmen. Aber der Hund hält ja nichts aus. Der hat nur 103 Leben. Das ist doof. Also Sekunda können wir leider nicht machen. Was ist das hier? Masukuya? Ah, okay. Das könnte man vielleicht auch nochmal überlegen, sich zu nehmen. Aber gut. Dann würde ich erstmal sagen, unser Team wird wie folgt aussehen. Wir nehmen. Wir sollten eigentlich jemanden wirklich nehmen, auch für Heilung. Also eigentlich sollte sie mitkommen. Aber wir sollten auch erstmal vielleicht so mal probieren. Das Problem ist, ich habe keinen Wind. Keinen Windangriff. Was ist das hier alles? Hä, ich habe jetzt. Ach so. Ah, man kann die hier ausschalten. Okay. Interessant. Wir müssen das jetzt irgendwie. Wir probieren es einfach mal. Wir hatten ja schon die Sequenz gesehen. Deswegen können wir uns ja eigentlich darauf. Also wir können die überspringen, glaube ich. Die hatten wir, glaube ich, schon gesehen. Also, meine Stimme hört sich noch ein bisschen anders an, aber ist jetzt 2 Wochen her. Der Husten ist weg. Aber ich habe halt immer noch einen Kratzen im Hals.
Das ist natürlich ein bisschen doof, aber was soll ich machen? Und ja, ich würde einfach mal wieder aufnehmen. So, ich habe nämlich noch was gekauft gehabt. Und zwar habe ich nochmal die Schlitter ein bisschen aufgefüllt. Ich nehme natürlich den hier. So, damit wir den extra Zug haben. Und wir werden auf jeden Fall erstmal Damage machen. Natürlich, er ist hier dafür da, um die das runter zu machen. Und er greift eigentlich ist er auch doof, so anzugreifen, aber ich kann halt nichts anderes machen mit ihm. Das ist eigentlich auch Verschwendung für diese Angriffe, aber egal. Komm, wir machen mal ein paar runter. Eigentlich müssen wir Rakunde auch noch machen. Und wir gehen erstmal auf die Safe-Variante. Wir könnten noch. Ja, ich muss ihn beschützen eigentlich, weil er so wenig Leben hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausweichen kann. Also diese Attacke da. Natürlich ist es auch kritisch gewesen. Okay. Nehmen wir erstmal die Heilperle. Und du kannst erstmal wieder extra Züge holen. Eigentlich hat er, oder hat sie, diese Sachen drauf, aber sieht halt, das funktioniert halt nicht so gut, wie ich mir dachte. Ah, 41 Damage ist jetzt nicht so wirklich die Welt, aber egal. Ja, wir heilen uns mal. Es ist krass, dass sie so gut immer noch trifft. Okay. Echt das? Also, dass sie auch unser Matador so gut trifft, das verstehe ich halt nicht. Nehmen wir mal Yoko mit. Jetzt hat er natürlich, oder sie besser gesagt, verfehlt. Wenn wir jetzt die Halbperle nehmen. Boah, oder wir. Ja, komm. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall. Ja, komm, wir machen Rakunda nochmal, damit es halt ein bisschen mehr Schaden kriegt. Wir könnten ja mal den ausprobieren. Cool. Dass du unseren Supporter gekillt hast. Sehr geil. Jetzt weich mal bitte das aus. Wird wahrscheinlich nie ausweichbar sein. Aber eigentlich sind die. Aha. Die heilt sich damit auch. Das ist sehr interessant. Also wir müssen auf jeden Fall uns noch irgendwas überlegen. Das war gut. Ich kann natürlich versuchen, voll auf Damage zu gehen, aber. Ja, das. Ja, 104 Damage ist schon. Ist schon böse. Aber
Ja, es ist glaube ich vergebene Lebensmühe. Oder? Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt hier so schaffen könnten. Jetzt macht sie das wieder und heilt sich ja damit. Okay. Ja, ich hab den One hier schon aufgegeben. Wie machen wir das jetzt? Müssen wir... Warte mal, wir könnten theoretisch... Haben wir davon was? Haben wir... Wir haben einen noch. Ich habe die halt alle verballert. Für körperlich. Das ist das Problem. Wir könnten auch den Angriffsspiegel nehmen. Alle 2-3 Runden oder so. Dann würde das vielleicht auch ganz gut funktionieren. Achso, jetzt muss ich natürlich den Matador nochmal holen. Aber will ich ihn? Also, ist er mir für diesen Kampf sinnvoll? Das ist halt die Frage. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Haben wir jemanden, der stark ist gegen physischen Damage? Nein. Scheint nicht. Können wir jemanden fusionieren, der dagegen gut ist? Ja, so auf unserem Level, so circa ist. Das wäre vielleicht... Achso, registrieren, wollte ich gerade sagen, dürfte es nicht sein. Ihr könnt ja übrigens auch mal sehen, bin bei 18%. So, Dämonenfusion, umgekehrte Fusion. Wir können übrigens jetzt auch den hier machen. Hätte ich schon wirklich Bock, den zu machen. Finde ich irgendwie süß. Warte mal, was ist denn das hier? Oh, das ist aber ziemlich strong. Wobei, es ist nur Verteidigung. Verteidigung und Präzision halt und Ausweichen. Also nur 3 Stats. Es gibt, glaube ich, noch bessere. Aber 35 Mana ist ganz schön heftig. Hier wäre er, hätte er blocken. Achso, für einen Verbündeten. Ja, das ist ja auch nicht so geil. Wiederherstellung, geringe bei kritischen Treffer oder. Und Schreckensfeuer. Okay. Also schauen wir mal. Physisch. Der Uni wäre physisch halbwegs in Ordnung. Wäre auch erst derzeit. Ja, einer der. Wenigstens in Reichweite von dem Blödsinn wäre. Ich könnte ihn auch Hohn machen lassen, dass er halt immer das tankt. Aber es ist halt die Frage. Es ist halt die Frage, ob das sinnvoll wäre. Müsste ihn halt auch trainieren. Theoretisch. Also müsste ich halt so Steine benutzen am besten. Aber oh, ich bräuchte echt mal ein bisschen mehr Skills, also Plätze für die Skills. Aber ich komme ja gerade storymäßig nicht weiter, leider. Also, wie machen wir das jetzt? Holen wir... Also ich hatte eigentlich die Theorie, dass wenn ich jetzt den Matador hole, dass er ziemlich gut wäre, weil er ziemlich viel ausweichen tut normalerweise. Aber das hat nicht funktioniert, wie ich feststellen musste.
Weil, na gut, der hat 32 Beweglichkeit. Das ist natürlich echt nicht schlecht eigentlich, aber ja, gut. Nächstes Stärke besitzt durch selbst nur genau und garantiert kritisch. Ja, das braucht mir aber trotzdem einen Zug, das ist das Problem. Chance darauf Stärke basierte. Das ist das Problem. Es ist halt die Frage, hier steht der nächste Stärke basierter Angriff. Achso, da steht Kraft. So. Ja, ist immer halt so. Hier ist auch wieder Stärke basierter Angriff. Also, der wäre halt nicht schlecht, ne? Aber er hat halt nicht die krassen Skills dann. Also, ja gut, ich könnte ihn Rekunda geben. Aber schaut mal. Hier erhöht die Präzision. Ne? Das ist eigentlich. Ja. Probieren es mal so. Weil wir es, glaube ich, auch in der letzten Runde das auch schon gemacht haben. Aber gut. Probieren es mal. Ich kann halt auch nicht so eine lange Folge machen heute. Bin hier gerade ein bisschen im Stress. In Sachen Zeit, meine ich jetzt. Den möchte ich verwerfen. Deswegen kann ich leider heute nicht so eine lange Folge machen. Dafür müsstet ihr die vielleicht, wenn ich schaffe, heute noch. Also das zu schneiden und so weiter, müsstet ihr die vielleicht morgen, also am Freitag noch sehen. Dann weiß ich aber nicht, ob ihr für Samstag eine Folge habt. Oder ich mache die für Samstag und dann kann ich, weil morgen kann ich nicht aufnehmen. Habe ich keine Zeit. Dann mache ich das für Samstag hier. Dann seht ihr die Folge erst Samstag. So. Dann machen wir das so. Ich würde. Ja, bringt's das, wenn ich Schießer jetzt so hoch level mit Stein? Also ein paar Level. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Ich könnte den Matador noch ein bisschen hochleveln, aber das bringt auch nichts. Also es bringt jetzt nicht so die großen Punkte. Den großen Unterschied macht's nicht. Wir müssen Damage machen. Wir müssen aber auch genug Damage machen, dass wir sie irgendwann schnell töten können. So, sie hat ja ziemlich guten Damage. Das Ding ist, wir müssen unsere Verteidigung erhöhen, wahrscheinlich. Das können wir eigentlich mit ihr. Okay, wir probieren es mal so rum. Wir haben dadurch aber keine Rakunda. Ich kann das nämlich mit meinem Charakter nicht. Ich könnte aber jetzt Folgendes machen, und zwar könnte ich eine Apotheose und dann könnte. Nee, nee, nicht Wunder, sondern eine Essenz aufnehmen. Und dann schauen wegen Windattacken. Wo hätten wir denn was? Da gibt es bestimmt auch eine. Achso, nochmal das hier. Wir müssen hier rein. So, wer hat Sanma? Warum ist es ausgegraut da unten? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann Sanma nicht lernen. Warum nicht? Warum sind die noch ausgegraut? Warum kann ich das nicht lernen? Nicht hoch genug, vielleicht?
Okay. Also bin ich eigentlich nutzlos. Aber ich könnte versuchen. Ich könnte versuchen, die Steine zu werfen. Das könnte ich versuchen. Das probieren wir jetzt auch aus. Also die Gruppe bleibt so erstmal. Ich werde auch jetzt speichern, damit wir den Matador haben. Seht halt, wir haben 10/10. Und dann probieren wir jetzt nochmal eine Runde. Da muss ich leider schon wieder aufhören gleich, wenn wir das jetzt hier schaffen sollten oder nicht schaffen sollten. Now tell me, what part of yourself do you hate most? Welchen Part hasst ihr am meisten von euch? Welchen Teil? Okay. Als allererstes sollten wir uns erstmal auf Rick fokussieren. So dass Tao zweimal rankommt. Genau. Wir werden erstmal hier die Steine benutzen. Was wirklich kaum Schaden, aber ist ja erstmal egal. So. Also Verteidigung erhöht. Sehr gut. So, dann werden wir auf jeden Fall den Angriff machen. Er sieht eigentlich ziemlich geil aus. So, dann können wir eigentlich mal den hier noch machen. Weil er einfach nur geil aussieht. Okay, dann nochmal Verteidigung für alle. So. Ja. War nicht schlecht aus. Dann jetzt nochmal extra zukohlen. Ihn auch. So, die kriegst natürlich sowieso. Du heilst erstmal. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen im Hinterstübchen. Ich muss eigentlich sie beschützen. So. Oh. Angriff. Oh. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die so schnell stirbt. Dann muss ich aber. Ah, scheiße. Den muss ich aber gleich wiederholen, das ist das Problem. Wenn die aber jetzt ein Target ist von dem Typen, dann ist natürlich doof. So. Das war gut. Also. Wir nehmen jetzt mal hier ein bisschen was. Schön. Okay. Ah, wir müssen gleich nochmal. Müssten eigentlich nochmal heilen. Oder. Wir benutzen jetzt einfach mal den. Oder wir nutzen den Angriffsspiegel. Wir nehmen den Also für eine Person, nee. Wir müssen alle beschützen. Okay, du kannst nochmal Analyse machen. Die drei quitten würden, dann wäre das nicht schlecht, ne? So, das müsste jetzt nicht funktionieren. Außer es ist eine einzigartige Attacke. Eine Allmacht-Attacke. Siehst du? Block.
Sehr gut. Konnte sich wenigstens nicht teilen. Das war ja auch der Sinn der Aktion. Gut. Wir müssen unsere Verteilung erhöhen. Jetzt muss ich eigentlich... Nee, ich kann die Heilperle nicht benutzen. Check mal, ob dich das auch noch aus. Schade. Könnte mal jemand ausweichen? Okay, dann eben nicht. Okay. Machen wir jetzt erstmal... Crit und so weiter. So. Jetzt bist du aber eigentlich an der Lüse ganz gut angeschwungen. Joa. So, jetzt kannst du aber leider nicht heilen, weil du kein Mana mehr hast. Ja, das bedeutet natürlich... Na komm. Wir müssen aber eigentlich Damage reinhauen. Na, Lucien. Das sind irgendwie immer nur drei Attacken, habe ich das Gefühl. So, wir heilen uns mal ein bisschen. Ja, komm. Das ist nicht so gut. Dass wir vergiftet sind. Nur mal genau. Und mal Zahn. Ja. Ist erstmal egal. Ist auch erstmal egal. Nicht, ob das jetzt alles hier boah, wir könnten ja, ich probiere es auf mich so in Lucien haben wir nicht mehr genug Mana, wir versuchen das so zu bekommen. Oh, die Verteilung verschwindet. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ah, shit. Okay. So. Ah, ist das so gut gewesen? Das verschwendet haben. Ah, 75 Damage. Ah, scheiße. Okay. Können wir noch irgendwo so anti-körperlich Dinger nehmen, also kaufen oder so. Ich, wie gesagt, ich muss jetzt leider auch aufhören. Kraft? Nee, Kraft ist was anderes. Ja, nee, gibt's nicht.
Also noch nicht. Vermutlich. Das ist natürlich schade. Oder wir machen. Need anything? Taken off? Wir nehmen. Wir machen Folgendes. Welcome to. Das müssen wir aber wie gesagt in der nächsten Folge dann erst machen. Ich gehe hier auf Essenzen und Affinität und wir suchen uns hier jetzt eine aus. Ja, es gibt nur so halb, ne? Haben die vom Uni haben wir nicht. Achso. Doch haben wir, aber es ist halt nur halb. Das ist halt das Doofe. Aber halb sollte eigentlich auch reichen. Also wenn wir so Resist haben. Oder wir nehmen wirklich jemanden rein, der volle Kanne körperlich Def hat. Und da gäbe es. Weil wir hatten das ja schon rausgefunden, dass wir keinen haben, ne? Der irgendwie wirklich kompletten Schutz hat. Irgendwie sowas. Nee. Sieht nicht gut aus. Okay. Aber das sollte eigentlich so der theoretische Plan sein. Wir sollten das auf jeden Fall nochmal. Also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Boss legen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Shenmue Metal Series 5 Vengeance. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.